Ich mal nicht auf 5 stehen lassen. Was bin ich jetzt? Herr Schieber, weg! Ich bin auch langsamer, langsamer. Los. Okay, Vorsicht, vorsichtig, ja, leise. Ja. Er war es bestimmt. Er! Was ist denn los? Unsere Computer sind weg und heute Nacht, da habe ich die ganze Zeit geschrien, aufhören und irgendwas, ich habe geträumt. Warum habe ich Stimmen gehört? Ja, ich sag ja. Und ich habe geträumt, dass Britta mich festhielt und dann habe ich Stimmen gehört. Und als wäre er, würde er sagen, jetzt muss ich schnell abhauen und jetzt wird es auch Zeit und ich habe unsere Computers klappen hören. Und dann bin ich mit meinem Bein auf etwas Hartes gekommen und es war ganz unangenehm und ich hatte Angst und... Ich bin mit dem Kopf auf ihren Kopf geprallt. Das ist ja klar. Okay, jetzt gucken wir erst. Kommen wir jetzt in mein Zimmer. Mama, hier sagt sie. Hier, wir fangen jetzt wieder alle los. Wie hast du das erkannt, dass es Falschgeld ist? Woran siehst du das? Ich sehe das. Du, sie. Ich sehe das. Das ist falsch. Ja, warum? Ich sehe das, dass es Falschgeld ist, weil man, wenn man die Nullen sieht, das ist ganz anders wie richtiges Geld. Und es fühlt sich ganz anders. Tja, ich war so lange Kassierer, dass ich den Unterschied zwischen Geld und Falschgeld erkennen kann. Tut mir wirklich leid. Ich muss leider eure Mutter anrufen. Polizei! Wieso kommt sie da? Was ist denn los? Ich verstehe gar nicht, was haben die Kinder gemacht? Ihre Kinder haben Geld gefälscht. Niemals. Wir müssen sowas nicht tun. Kinder haben die Geld gefälscht? Nein! Darf ich kurz hin? Ich bin Polizei. Kann ich ausweisen, alles. Da ist kein Geld drin. Das Geld hat die Kassiererin doch schon weggeschmissen. Nein. Aha, interessant. Hallo? Was können wir dafür? Dafür gibt es noch nicht viel Beweise. Heute Nacht sind wir aufgewacht. Also zumindest so habe ich es geträumt. Also was? Unsere Kinder haben Geld gefälscht und wollten damit Computer kaufen. Anscheinend wurden sie ihnen geklaut und sie haben sie jetzt betrogen, damit sie wieder kriegen. Aha.
Okay. Polizei. Ich schicke sie zu Polizei. Euch. Was grinsen wie das sie dann so Mutter an? Bleibt lieber zu Hause, sonst ist er wirklich am Grab. Und zwar fix. Ja, wegen euch, Kinder. Weiß Mama. Ihr, wie es bis hier steht's mir. Das hier. Waren wir nicht. Ich war immer zu gut zu euch. Hier steht's bis hier. Wir ja. Auch. Wenn ich war immer zu gut zu euch. Ich war immer so gut zu euch. Und ein Zettel. Mhm. Und also vorher werden sie ins Kinderheim noch geschickt. Und ihr kommt jetzt erstmal ins Kinderheim. Tschüss.